Dach zusammen. Zunächst einmal eine Korrektur. Im Wort zum Samstag der letzten Woche hatte ich gesagt, dass Kaiser Friedrich II., jener berühmte Rotbart, also Barbarossa sei. Falsch. Das war nicht Friedrich II., sondern sein Opa, der Erste. Gut, haben wir dann auch. Also jetzt zum heutigen Thema. Ein schwieriges Thema. Haben Sie Anfang der Woche das großartige Kammerspiel von Ferdinand von Schirach in der ARD mit Namen Gott gesehen? Mit hervorragenden Schauspielern. Und ganz Deutschland diskutiert darüber, diskutiert über die ethisch-philosophische Frage, muss es das Recht geben, für jeder Mann und jede Frau, wenn sie es wollen, ein tödliches Präparat zu bekommen, um sich auf diese sanfte Weise das Leben zu nehmen. 70% der Zuschauer sagten, dieses Recht muss es geben. Ich war dagegen. Heißt das, Willibert, dass du dagegen bist, dass jemand, der unter höllischsten Schmerzen unheilbar leidet, auf keinen Fall dabei geholfen werden darf, zu gehen? Und sei es durch den Suizid? Nein. Auch ich würde einem Freund, der unter unheilbaren, schwersten Schmerzen leidet und dessen Tod abzusehen ist und der mich darum bittet, ihm zu helfen, den Schierlingsbecher zu trinken, ich würde ihm helfen. Aber das in ein positives Recht zu gießen, ist äußerst problematisch. In der anschließenden Diskussion sagte Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, eine Grauzone ist nicht immer schlecht. Es ist hier nicht der Ort, um das in der Breite zu diskutieren. Dazu habe ich leider hier zu wenig Zeit. Aber ich gebe nur einen Satz zum Bedenken, den der unter schwersten Schmerzen im Todeskampf liegende Franz Kafka seinem Hausarzt gesagt haben soll. Töten Sie mich oder Sie sind ein Mörder. Den Satz muss man auf der Zunge zergehen lassen. Was ich hier aber als Kritikpunkt an der, wie gesagt, hervorragenden Sendung sagen möchte, ist die Darstellung des Bischofs in dem Stück von Schirach. Gott sei Dank hat er ihn nicht als klerikales Zerrbild, machtbesessen und kalt dargestellt, sondern äußerst sympathisch. Aber Schirach hat meines Erachtens den Fehler begangen, der sehr, sehr häufig in den Medien zu beobachten ist. Bei der Darstellung der katholischen Kirche wird eine vormoderne Theologie präsentiert. Bei diesem Bischof kulminierte es in dem Satz, den ihm Schirach in den Mund legte: Als Christ muss ich sagen, Leben bedeutet Leiden. Und der Sinn des Lebens ist nach christlicher Auffassung das Leiden, das heißt, wir leben, um zu leiden. Mit Verlaub, was für ein Unsinn. Wir leben nicht, um zu leiden, sondern wir leben, um zu lieben. Das ist die Lehre des Christentums, obwohl bedauerlicherweise das nicht immer so gesagt wurde. Am schlimmsten ist der Satz,
der den Leidenden um die Ohren gehauen wurde. Stille, stille, es ist Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Wille, dass du leidest. Es ist Gottes Wille, dass du liebst und geliebt wirst. Für mich ist in diesem Zusammenhang einer der wunderbarsten Sätze von Romano Guardini. Er hat gesagt, letztlich sind wir alle nur aus einem einzigen Grund auf Erden, dass der eine dem anderen so viel Freude bereitet wie möglich. Das ist die christliche Botschaft. Denn im Garten des Lebens ist die Liebe der beste Dung. Das sagt der Bergische.